Es geht 100 pro nicht. Ich will dem Dude irgendwie den Stein an den Kopf werfen, aber ich weiß nicht, ob das geht. Wahrscheinlich nicht, ne? I don't want to give away that. Du sollst ihm... I don't think those things will work together. Den an den Kopf werfen. I walk before the water reached the dresser. Ich meine, vielleicht kann ich ihn noch fragen, ob er das lesen will. I've no interest in that, Lassie. Okay, tschüss. Wir können unseren blinden Freund fragen, ob er das lesen will. Also für die hätte ich nur ein Buch und einen Stein und ich glaube, das interessiert die nicht. Ich glaube nicht, dass ich irgendwas gekauft kriege mit einem Buch oder einem Stein. Ich glaube nicht. Naja, dann gehen wir mal back. Was ist eigentlich mit unserem Schiff? Können wir auf unser Schiff? Unser Schiff. Cutania doesn't sail in the traditional sense. I can't actually control where it goes. And right now I want to be here. Wir haben das krasseste Schiff der Welt. Ich frage mich, was mit den ganzen Kakteen auch ist. So, ich will wissen, was das mit diesem indigofarbenen Krug auf sich hat. Ich frage mich, ob ich nur mal mit dem reden kann. Nein, aber. I want to drink, but I. You're. I don't eat. Time to. Was mit dem indigofarbenen Krug? Und dem Fisch. I wonder if that's the famous Da Vinci cod. I wonder if that's the famous Da Vinci cod. Da ist irgendwie ein bisschen was mit der Übersetzung anders. Huh. Guck mal, willst du es haben? Get away from me, lass. What makes you think I want to see that? What makes you think? Ich dachte, ich kann ihn ein bisschen nerven. I don't feel like that ain't useful here. Du kannst werfen. Du kannst Leute abwerfen. I don't think. I don't want to. I don't like the look of that. I don't. Hm. Huh. 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 Kann ich den Stein da oben gegenwerfen? I cannot use that here. Hm. 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 Wir haben halt echt nicht viel und ich habe keine Ahnung, was ich damit kann ich die. That ain't useful. Ich kann hier nicht ausgraben. Gibt es hier irgendwas zum Ausgraben? Ich frag mich, wann das Entenangeln auf ist. Hm. Das dumpfe Gefühl, dass sie das alles nicht so richtig interessiert. Ne? Check out this book. It lets me talk to birds. If we were having that book. We would use it to talk to Bloodbeard's coot. Mhm. Check out the. It le- if we. We tja, können let's wir give dem? This a try. Hello, bird. Can you understand me? Just barely. Your accent is thicker than the slops of the barnacle. Oh, sorry. I suppose you're another vulture looking for the treasure of Captain Bloodbeard. Well, I'm not going to tell you where it is. I'm not a vulture. You treasure hunters never understand. Booty wasn't important to William Bloodbeard. He was a beautiful man. I don't know. He had a seaweedy kind of look to him this morning. What? You've seen Bloodbeard? Yeah, he sent me here. To investigate missing spoonbeaks? Yeah. Yes, exactly. My apologies. Sebastian J. Coote, at your service, Miss Kutelov. Yay, wir haben Vogel! Vogelfreund! How do you know my name? Before he danced the hempen jig. So 'tis the fate of us all. Bloodbeard told me of the one that would take his place. This is your destiny. If I fulfill my destiny, will I be rewarded in the afterlife? No. Is there a prophecy? Not exactly. A curse? No. Is there any reward? Yes, there's a special hat. Really? No. Schade. Blabbernut. Tell me about Bloodbeard.
Our escapades took us from the lofty peaks of Cuddly Squirrel Island to the fearsome waves of Baby Goose Bay. He was a scoundrel, a cutthroat, a bearded buccaneer, but honorable. Like me, except the beard. You must have had amazing adventures. Don't you doubt it. One time, Bloodbeard and I were locked in a cabin by a dastardly villain. But we escaped by sliding a newspaper under the door and pushing the key out of the lock with a pencil. That doesn't sound particularly amazing. No, it wasn't, actually. Thinking about it, we used the newspaper pencil escape in almost all our adventures. I can't think why. Ich will ihn mitnehmen. Come back soon. Das heißt, wir haben uns jetzt mit ihm können wir ihnen sagen, dass wir... Tirana. Good. Bye. Also ich krieg keine Belohnung. Ich mach das literally ohne Grund. Und hab jetzt mit dem Vogel geredet, der mir einfach nur gesagt hat, dass ich das machen soll. Ende. Cool, danke. Tiddle. I hear you have the Soul Island Gate Pass. Ja, natürlich. Aber als ob er uns den gibt. Like lending it to me. The island's a very dangerous place, Carol. You'll stay away from Soul Island if you know what's good for you. But that gate pass is locked safely in Whitebeard Tower, so forget it. Wo ist dein Turm? Wollte ich gerade fragen. Where is your tower, by the way? I won't be helping you steal from me, lassie. Baron Whitebeard is no pool. You mean no fool? Go away! Ich will aber wissen, wo dein Turm ist. Vielleicht kann uns hier eine gewisse Person sagen, wo der Turm ist, weil sie weiß ja nicht, dass ich bestehen will. Hallo. Ja. Ich frage mich, wo eine modische Baroness wohl residiert. Entschuldigung. I wonder where a fashionable baroness would reside. Ugh, Whitebeard Tower is a dreary, grim little thing. All grey stone and battlements. If we hadn't redecorated, I think I should have gone mad. Interesting. I honestly think I'm the first individual with taste who's lived there. Fascinating. And where is Whitebeard Tower? Oh, it's on top of that little hill in the middle of the valley. Excellent. Well, ho ho ho. Ha ho ho ho. Okay, ich möchte kurz lesen, was da noch steht. Breitbarturm, das Zuhause von Baron und Baroness, ist im Nummer 5 in Häuser der Reichen und Hochmütigen. Huch. Hier sind Grabsteine, eine Werbetafel. World Record Attempt. This afternoon, Angelo Lightfoot will circumnavigate the globe. It says it's organized by the Baronese Dignified Ladies Association. And after, there's going to be a tombola. Yes. I could try and push them down, but today I feel constructive. J.M. Franklin. It has a skull carved on it. Whitebeard Tower is the family home of the island's baron. It once housed the finest library in the South Seas. Recently, Whitebeard Tower has been modified in accordance with the vision of the baroness. It now sports a sauna and a spacious roof patio. Damn, I can't get it open. I'm Spatel. Wir haben... Oh mein Gott, Leute, es gibt den Türöffnungstrick, ne? Was war das jetzt nochmal? Eine Zeitung? Stairs are roped off. This board says it'll be open this afternoon. Dann ist afternoon. Dann kann ich das Seil nicht einfach kaputt machen? Shields are for cowards. Das wollte ich gar nicht. Geh weg. Gibt es hier noch irgendwas anzugucken? I think I can see in through that window. Dann tu es. This is as far in as I can get. My crinoline's too wide for the window.
Ach, Reisröcke kann man bewegen. This place makes my eyes ache. Ja, es ist echt schlimm hier. I can't reach in there. Kann ich... I ain't throwing that in the fish tank. Okay, wenn du meinst. It looks like a print of Baron Whitebeard. I hate pop art. That safe must be where the Baron keeps the gate pass to Saul Island. It looks like a Lockhart Oran. They're notoriously difficult to crack. I'll never get it open. I need the help of a more experienced thief. This art looks expensive. Even if I wanted it, I couldn't reach it. It's heavily fortified. There's no way I can get inside. Sag das mal nicht. Sag das mal nicht. Okay, sie sagt, wir brauchen einen Dieb. Ich frag mich, kann ich nicht mit dem Grab... Das Grab hat bestimmt irgendwas Diebes. Diebes uns zu sagen. Ziemlich sicher. Ich frag mich. Finde ich ein bisschen Hilfe von einem erfahrenen Kapitän kriegen können. Can you teach me the art of theft? I could be teaching the art of theft, but not to you. Why not? You ain't a pirate. Ich bin ein Pirat. Booty, scurvy, wenches, arr. You be talking the talk. Where's your pirate guild tattoo? Okay. My what? And let's have you recite the pirate's oath. Bah, you be no pirate. What's the pirate's oath? The oath engraved on the soul of every buccaneer. Oh, that pirate's oath. Of course I know the pirate's oath. Well then, recite it, girlie. There is no pirate's oath. Yes, there is. I mean, I there be. Will you teach me if I prove I'm a pirate? Aye, I'd give you the secret that makes a great thief, but you're no pirate. You don't have the guild mark, and you don't know the oath. Okay, das guild mark, weiß ich, wo ich das hinkriege? What's that about the guild tattoo? The ink that every pirate bears. What does it look like again? Like a butterfly fluttering past a unicorn. I have a tattoo just like that. Ah, you were lying. I'd better... Okay, ich gucke nochmal kurz, ob der noch irgendwas zu sagen hat. Ja. Do you know the pirate's oath? Yeah, some old seafarer scratched it under the wall of the barnacle. Brilliant. Ah, das ist das. It's in some buccaneer's code. What? Yeah, pyroglyphics, they call it. Can you read pyroglyphics? No one can. The cipher's been lost for years now. Damn. Mind your language. There be ladies present. Sorry. Have you seen the Pirate Guild tattoo? Oh, sure. What does it look like? Well, a lot of pirate tattoos are pretty ropey. But the guild tattoo doesn't go overboard. There's no eyesore, nothing over the top. It's not dynamite, but it represents the black heart of every illiterate buccaneer. Can't you be more specific? No, that was perfectly clear. Okay, es ist nicht over the top. Es ist kein Fass. Es bringt das Fass nicht zum Überlaufen. Die schwarze Seele. Ich schreibe mir mal kurz ein bisschen was auf. Okay, wir haben... Langsam kriege ich hier. Also hier ist das Graffiti. The barman thinks this is the pirate's oath. See a girl to percretalkri. It's coded in pyroglyphics. I can't make stern nor aft of it. Ich kann mir ja vorstellen, es vielleicht in einer gewissen Bücherei ein Buch dafür zu finden. Beziehungsweise ich gehe auf jeden Fall erstmal hier rein. Sprich nochmal kurz mit meinem Friend. Oh ja. Have you seen the Pirate's Guild tattoo? No, I haven't. William Bloodbeard wasn't the type to stride around with no shirt on. Of course not. He was a trousers man. And he didn't have any tattoos below the waterline. Thanks anyway. Do you know the pirate's oath? Sorry, dear. I'm not a pirate. I know the pirate familiar's oath. A
but that's mainly about not crapping in cabins. Ah. I imagine the other one is basically the same. Sorry. Have you heard of pyroglyphics? Of course. Pyroglyphics are Bloodbeard's legacy, dear. You can read them? No, I'm afraid birds can't read at all. Really? Yes, but don't tell anyone in my book group. Okay. Can you remember anything about pyroglyphics? Anything that might be useful? Well, perhaps, but... Yes? Bloodbeard used to say that a pirate called John Morton Franklin held the key to his code. Then I must find John Morton Franklin. Ich weiß, wo der ist. That's the thing. There is no such pirate. It's just the name Bloodbeard used when checking into hotels. Aber es gibt sein Grab. I remember he said that old John would take the secret of pyroglyphics to his grave. Okay, okay. Weird. Okay, 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 okay. Hallo. Do you have the Pirates Guild tattoo? Sorry, I am not knowing what it looks like. Perhaps it is being on our rack of free trial Rabon tattoos. Oh, thanks. Wahrscheinlich. Can you tell me the pirate's oath? I am afraid not. We are knowing the Nautical Shopkeepers Guild oath. The no refunds verse is being my favorite. Do you know pyroglyphics? Oh no. The secret to pyroglyphics was lost when Bloodbeard died. Loser. Thanks anyway. Okay, okay, okay. Also, good. Können wir uns das nochmal angucken? Hm. Okay. I'll have this treasure tattoo. Nein, nein, nein. Das ist... Okay. Ich muss mir dann nochmal anhören, was er gesagt hat. Ich dachte halt, es könnte einfach ein Totenkopf sein. Das ist aber vielleicht ein bisschen unkreativ. Ich frage mal nochmal die Frau, die war noch mit einem Piraten verheiratet. Vielleicht weiß sie, wie das aussieht. Anscheinend nicht. Auf jeden Fall weiß ich jetzt, was ich zu tun habe. Oh, ich habe es mitgenommen. Okay, let's see what secret John Morton Franklin took to his grave. Aha, a book. Wir haben ein Buch. Okay, perfekt. Wieso habe ich jetzt eigentlich das? Das wollte ich gar nicht unbedingt. I wonder if this is the Pirate's Guild tattoo. Ich glaube nicht. Und ich weiß auch nicht, wieso ich es jetzt mitgenommen habe. I think it's nice where it is. Ah, a four-leaf clover. Okay, wir können jetzt auf jeden Fall mal lesen, was das hier angeht. Ein Phrasenbuch. Maybe now I can crack the pyroglyphic code. Oh Gott, wartet. Ah, oh, Jesus Christ. Was? Chill. Was? I don't think that's it. Was? How? Hier ist irgendwas gleich T. Also die sind alle gleich T, oder was? T, P, R, Y, Z? What the fuck? Was? Beziehungsweise nein, das hier ist alles gleich T... Nein. Was? Was? Ich verstehe gerade gar nicht, was ich tun soll. Ich kriege Hinweise hierfür? Für die Aufgabe? Hallo? Wochenweise gedrückt?
Huch, was? Ach, warte. Ach so, man muss das Alphabet umdrehen, ändern oder was? Was? Okay, warte, jetzt haben wir das X da oben. Das ist natürlich das, was ich nicht unbedingt wollte. Ich wollte, ich mache jetzt alles nochmal kurz in die richtige Reihenfolge. Das macht jetzt zumindest schon mal ein bisschen mehr Sinn. Ist das jetzt einfach das normale? Aber das macht keinen Sinn. Ich mach's jetzt einfach mal in die Reihenfolge, I guess. Ich glaube aber nicht, dass das so einfach ist. Weil da ja Minus und Gleich und so mit dabei ist. Nein, falsch. Es sieht aber schon mal gut aus. Es sieht schon mal gut aus. Da steht nämlich ich als erstes. Okay, doch, das ist anscheinend so. Das ist hier einfach. Da habe ich mir jetzt hier einen unnötigen. Ja. Aha, I've cracked it. Das ist ja okay. Das war jetzt easier. I can't wait to tell it to Captain Rehab.